einer Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? Einer Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Das ist es so schön. Das ist wunderschön. Ja, Alex, du bist jetzt hier in Köln angekommen. Wie kamst du denn Wechsel zu den Haien? Ja, also meine persönliche Entwicklung hat in Berlin nicht mal die Schritte gemacht, die ich wollte oder die ich mir vorgesetzt habe. Und deswegen habe ich gedacht, mal, dass so ein Raumwechsel oder mal komplett neue Leute, eine neue Mannschaft, dass mich das vielleicht auch persönlich weiterbringt und dass ich dann dadurch noch wieder zur alter Stärke zurückfinde. Und welcher Faktor beim Transfer Uwe Krupp eventuell gespielt? Ja, klar, ich habe mit ihm darüber gesprochen und dass wir schon lange zusammengearbeitet haben in den Nationalmannschaften U18, U19, U20 und dass ich halt sehr als positiver Typ ist und dass ich halt auch einen Trainer brauche, der immer positiv mit mir umgeht und deswegen denke ich, dass der Schritt nach Köln der richtige war. Ja, also als erstes steht ja mal die Mannschaft im Vordergrund und das ist, dass man, wie schon gesagt, von Weihnachten bis Ende der regulären Saison waren die Kölner Haie ganz oben und daran sollte man anknüpfen und das für die nächste Saison einfach von Anfang an machen. Und dann spielt man auch in den Top 6 mit der direkten Playoff-Qualifikation mit. Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Nee, man ist das schön.